So, und damit sind wir wieder zurück in der Hardcore-Welt. Für die Leute im Stream nicht wundern, ich musste gerade noch eine wichtige E-Mail schreiben. Und ich habe mir mal ein bisschen was überlegt. Und zwar haben wir ja im letzten Stream, also in der letzten Aufnahme, unter anderem auch schon mal einen Tunnel zur 00 gegraben, also zur Netherseite von 00. Und wir müssen eigentlich schon ein Portal am Spawn platzieren. Jetzt spätestens, wenn wir aus dem End wiederkommen. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Nee, wenn wir hier einen. Wir sollten es sicherheitshalber vielleicht schon tun, falls wir mal irgendwann in einem Bett schlafen und das abbauen, wenn wir unterwegs sind. Weil, wenn wir natürlich jetzt kein Bett hätten, wo wir unseren Spawn haben, würden wir ja am Spawnpunkt wieder erscheinen, nachdem wir aus dem End kommen. Und wenn es da Nacht ist, müssten wir dann uns erstmal irgendwie durch die Wildnis schlagen. Und ich weiß noch nicht, ob wir direkt im ersten Besuch im End auch schon direkt einen Elytra finden werden. Was wir aber finden werden, zumindest wenn es nach mir geht, und dafür werde ich mich auch eines kleinen Online-Tools bedienen, damit wir wirklich auch nur zweimal eine Enderperle werfen müssen, ist eine Festung. Und zwar geht das relativ easy. Und zwar, wir stehen jetzt auf minus 469, minus 205. Wo ist er jetzt hin? Wo ist die? Da ist das Enderauge. Also es fliegt in die Richtung. Wir brauchen nämlich jetzt echt ein paar Informationen aus dem Debug-Menü dafür. Denn man kann mit nur zwei Würfen die Position einer Festung triangulieren. Wo ist F? So, und jetzt sagt er mir einen zweiten Ort, von wo aus ich werfen sollte. Das Enderauge hat es überlebt. Und zwar ist das, ich schreibe es mal kurz auf, 3 minus 905. Ich habe es schon falsch gemacht. Ich brauche den Wert bei Facing towards negative Z oder jetzt towards negative X. Da brauche ich den ersten oder den zweiten Wert. Weil der rechte Wert ist ja, ob ich hoch oder runter gucke. Und der linke Wert ist praktisch, also ob ich nach Westen oder nach Osten schaue. Minus 102,9. Ja, 103. Dann sind wir schon wieder bei ganz anderen Koordinaten. Dann sind wir nämlich bei minus 900, minus 1061. Nein, ich wollte nicht alle Chunks neu laden. Ich meine, das macht zwar auch keinen großen Unterschied. Also in die Richtung. Wir können das Portal sowieso noch nicht aktivieren, aber wir werden danach wissen, wie viele Augen wir brauchen werden. What? What's this? Will er mir damit sagen, dass wir. Das kann nicht sein. Ach, warte, das ist ein verschüttetes Portal, oder? Das ist ein Portal, das ist nur verschüttet. Ja, da ist weinendes Obsidian. Interessant. Und hier haben wir die 78,4. So, minus 14,78, minus 14,38. Wenn das stimmt, ist die Festung da. Oh, da drüben ist noch ein Wüstentempel. Den können wir auch mal raiden. Vielleicht finden wir ja noch einen Gottapfel. So, das ist aber noch nicht die Location, wo wir hinwollen. Echt jetzt? Das ist sie. Unsere Festung ist tatsächlich im Wasser.
Und dann wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir haben kein Obsidian mitgenommen. So, ein schwarzes Banner. Dem geben wir auch mal direkt einen Namen. So, weil alles, wo ein Endportal ist, wird dann schwarz. Ups. Und schon habe ich ein Block-Update hervorgerufen. Also da sehe ich schon den Silberfisch-Spawner und den ersten Silberfisch. Bis. Ich will mich nicht mit mehr Silberfischen rumschlagen, als ich muss. So, einmal testen, ob auch alle Steine gerade um das Lavabecken rum auch sicher sind. Wir brauchen 11 Stück. Damit wir schon mal in der Hinsicht safe sind. So, die Frage ist, können wir hier gut ein Portal errichten? Ich würde ja gerne hier so irgendwie ein bisschen nach hinten ausbauen. Wir können natürlich auch hier den Torbogen austauschen. Das Ding können wir auch schon mal platzieren. Aber tendenziell mal hier. Dann platziere ich nämlich auch direkt mal eine unserer Kisten. Tendenziell nicht da, weil das wird nicht funktionieren. So, Eye of Ender und Enderperlen müssen wir nicht mit uns rumschleppen. Und dann einmal so. Und dann haben wir die Festung da drauf. Da unten sind richtig Rohstoffe. Alter, das ist cool. Das ist schon richtig cool. Also das muss ich echt mal sagen, da unten ist ein Zugang, mit dem wir da hinkämen. Ich meine, wir sind jetzt hier auf Höhe 30. Okay, ich hätte gedacht, wir sind tiefer. Aber gut, die Ravine muss ja auch irgendwo hinpassen. Aber das ist schon cool, vor allem mit dem grünen Erzen. So, aber wir sind jetzt hier nicht auf Besichtigungstour. Und wir müssen gleich noch gucken, wie wir hier rauskommen. So, ich hoffe, wir finden jetzt auch wieder hier raus. Wir sollten vielleicht den Tempel auch mal markieren, aber ich weiß noch, ich habe mir noch nicht genau überlegt. Also ich habe schon mit ein paar in meinen anderen Welten mit ein paar verschiedenen Bannerfarben experimentiert. Das Einzige, worauf ich mich wirklich geeinigt habe, ist, dass Schwarz für Endportale genutzt wird. Das ominöse Banner kann auch mal dahin. Ich glaube, das kann man, glaube ich, leider nicht auf eine Map packen, weil ich fände die Dinger super, um Pillager-Outposts zu markieren. So, an sich wäre es ja cool, das auf der Spitze zu haben, aber da kommt ja später die Beacon hin. So, jetzt haben wir schon mal... Mir ist das später auf jeden Fall auch sehr wichtig, die Sachen zu kartieren. Damit man auch später noch einen Überblick hat, was sich wo in Relation zueinander befindet. Das finde ich gerade bei Welten, die ich nicht selber spiele, immer schwer nachzuvollziehen. Später reist man ja dann, wie heißt das denn, durch den Nether oder eben mit einem Elytra und hat man irgendwie gar keine Ahnung mehr, was wo ist. So, hoffen wir, dass das funktioniert. Nice. Alles klar, wir haben eine Verbindung zu einem Nether-Portal. Nicht zum Nether-Portal, zu einem Endportal. Und wir könnten bei der Gelegenheit noch mal gerade ein bisschen weiter graben. Aber doch, da ist eine Bastion. Da ist eine.
Aber ehrlich gesagt ist die an einem Ort, wo ich nicht hin möchte. Also das riskiere ich nicht. Nicht ohne Elytra. Okay, aber 00 hier? Wir sind aber da drüben irgendwo gespawnt. Oh, gut, der Spawn ist ja nicht genau auf 00, so viel ich weiß, aber... Die Spawner sind irgendwo hier damals gespawnt. So, ist das richtig? Landen wir jetzt im Neta an der richtigen Stelle? Yep. So, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal einen sicheren Weg zurück. Wenn hier später die Eisenfarm hinkommt. Interessanter Ausblick. Bin mal gespannt, was wir noch mit dem Spawn-Bereich alles machen werden. Dann haben wir jetzt schon 4 Schnellreisepunkte in der Welt. So. Und ihr findet mich jetzt wahrscheinlich interessant. So, was gibst du mir dafür? Ein bisschen Netherquarz. Kommt, ihr dürft mir ruhig mal ein paar Enderperlen geben. Souls Enderperlen, 4 Stück. Kommt schon, Leute. Ich brauche noch einmal Enderperlen. Kann doch nicht sein, dass ihr nicht mehr habt. Aber Wasser, ernsthaft, warum ist Wasser so häufig? Wasser im Neta, hallo? Soul Speed 3. Ich glaube, Soul Speed war... Hat das andere Enchantments aufgehoben? Müsste ich gleich mal nachgucken, weil wenn nicht, würde ich es gleich auf meine... Ach, weil ich eine Kiste geöffnet habe, deshalb seid ihr aggro. Ihr mögt das... Ah, ihr mögt das ja auch nicht, wenn jemand Kisten aufmacht. Auch wenn es meine eigenen sind. Ganz ehrlich, wir hatten die ganze Zeit so viel Spaß zu traden. Jetzt mache ich eine meiner eigenen Kisten auf und ihr werdet direkt erstmal mega angepisst. Schlimm. Echt schlimm. Ich dachte, wir wären Freunde. Oder zumindest Geschäftspartner. Und so sieht es aus, als würde er einfach so einen richtigen großen Klotz Butter in der Hand halten. Und sich fragen, warum das Zeug im Neta nicht schmilzt. Meint der jetzt weg? Ach, die haben die... Ah, die haben die Rüstungsstücke, die sie mir getraden wollten, haben die jetzt selber aufgehoben und deshalb jetzt hier die erhöhte Geschwindigkeit auf Seelensand. Endlich. Das waren nochmal 3 Enderperlen. Jetzt haben wir genug. Das heißt, wir können ins End gehen, wann immer wir wollen. Wie gesagt, ich möchte halt nicht, bevor wir Slowfalling Potions haben, dahin gehen. Und die kriegen wir erst, wenn wir Nita-Warzen haben. Also so wie ich das sehe, ist das eigentlich... Na, habe ich ja auch noch... Habe ich den Namen geändert? Das wollte ich aber nicht. Ich hatte das Buch noch gar nicht da. Das hat mich jetzt, glaube ich, auch mehrere Level gekostet, weil es halt schon... Die Schuhe haben halt schon ein bisschen was abgekriegt. Hier. Okay, Soul Speed... Hebt sich mit nichts auf. Das heißt, das haben wir jetzt auch. Damit haben wir jetzt schon wieder keine Level mehr. Das heißt, das ändern wir mal schnell. So, was würde es kosten, meinen Bogen zu reparieren? Weil der hält nicht mehr lange. Neun.
9, so um 31. Er scheint aber auch dann auch schon. Ich verstehe auch nicht, warum das unterschiedlich viel kostet, weil soviel ich weiß, wenn die Sachen schon ein paar Mal verzaubert wurden, wird halt das von beiden Items addiert. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ob man. Ich glaube, auf Seelensand kann nichts spawnen. Auf Seelenerde, glaube ich. Seelenerde, ein voller Block. Wenn man da mit dem Boden auslegt von den Gängen. Ether Base sozusagen. Würde man da nochmal schneller laufen. Das wäre eigentlich mal eine Überlegung wert. Also, wenn wir jetzt noch einmal es schaffen, einen Weg zu finden, eine Festung zu finden oder halt ein Bastion oder irgendwas, wo wir Netherwarzen bekommen, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Was halt noch nice wäre, wäre ein Buch mit Unbreaking und ein Buch mit Mending und ein Amboss und halt Kisten haben wir. Das halt, damit wir uns halt auch direkt auf einer Suche nach einem Endschiff machen können. Schulker können wir dann direkt craften, wenn wir vor Ort sind, weil immer zwei Schulker getötet haben wir direkt eine Schulkerbox. Was wir machen können noch? Moment. Das können wir jetzt eigentlich machen. Hätte ich eigentlich direkt dran denken müssen, weil wir haben ja jetzt noch wir haben eine Blaze Powder über und wir haben zwei Enderperlen über. Das heißt, wenn wir eins davon zu einem Enderauge machen, können wir daraus eine Ender-Chest machen. Dann haben wir halt direkt nochmal zusätzlichen Inventarplatz. So, Ender-Chest. Und dann, was haben wir schon? Wir können ein Mending-Buch besorgen. Haben wir schon Unbreaking? Haben wir Unbreaking auf irgendwas? Unbreaking 3 Fire Aspect Efficiency. Könnte man eigentlich mal nehmen. Haunted Book und dann nenne ich es. Alles klar. Silk Touch, weil es wäre jetzt doof, die Kiste zu verlieren. Dann haben wir schon mal ein paar sehr wichtige Sachen geschafft heute. Wie gesagt, ich überlege mir nochmal irgendwas, um entweder in die Bastion reinzukommen, die wir gefunden haben, oder ob wir noch eine Netherfestung woanders finden. Aber sobald wir Slow Falling Potions haben, können wir eigentlich direkt ins End. Also vielleicht sogar schon im nächsten Stream. Ich hoffe, ich sehe euch dann am nächsten Sonntag. Okay, jetzt sind einfach mal 2 Wochen vergangen, weil das einfach nicht so geklappt hat letzte Woche, wie ich wollte. Aber wie ihr seht, das Spiel sieht jetzt anders aus und dazu muss ich mal kurz was erklären. Ich habe ja im ersten Hardcore-Stream, wir müssen eigentlich erstmal schlafen gehen, ich habe ja im ersten Hardcore-Stream ein bisschen über die alten Texturenpacks geredet und unter anderem auch über Misas und darüber, dass Misa ja in den letzten Jahren wohl auch einige Probleme hatte. Und die gute Nachricht ist, Misa ist wieder da. Und Misa hat jetzt einen Patreon, worüber sie ihr Texturenpack jetzt halt versucht, praktisch für ihre Vollzeitarbeit zu machen. Wo ich wirklich hoffe, dass ihr das gelingt, deswegen möchte ich es halt hier auch zeigen. Wenn ich daran denke, werde ich den Link zu ihrem Patreon in die Videobeschreibung packen, weil ich habe wirklich Hoffnung, dass sie das schafft. Weil das wäre wirklich nice, wenn dieses Pack wieder zurückkäme. Und dadurch, dass ich halt auch Patreon bin, habe ich auch schon ein paar Texturen, die im normalen Pack noch nicht drin sind, nämlich die Texturen für den Crimson Forest im Nether. Das heißt, das können wir uns gleich auch angucken. Also das sind dann wirklich die Texturen, die sie ganz neu gemacht hat. Man sieht, ein paar Texturen sind noch nicht ausgetauscht, zum Beispiel die Neverite-Rüstung und ja, Neverite-Sachen generell. Es sind noch ein paar andere Sachen, ich glaube irgendwie 20%. Weil sie halt eben die ganzen Fantexturen halt nicht übernommen hat. Also ich glaube, allein schon aus Lizenzgründen kann sie das nicht. Was ja auch Sinn ergibt. Und ich glaube, ist Concrete schon geändert? Ich sehe es gerade ganz schlecht.
Aber ich finde, das sieht mit Glas ganz interessant aus. Hat so ein bisschen was Eismäßiges. Und langfristig ist halt auch der Plan, dass das Park dann auch alle möglichen, dass es zum Beispiel auch hier Bump Mapping hat, wie ich jetzt zum Beispiel Vanilla PBR hatte, dass es das von sich aus drin hat, Connected Textures und die ganzen Sachen, wo ich halt für Vanilla verschiedene Parks gebraucht habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erstmal länger mit diesem Park spiele. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Aber so, ich weiß nicht, ob ich es durchgehend verwendet werde, solange es halt noch nicht fertig ist. Hier die Laternen sind zum Beispiel auch noch Vanilla. Wo waren wir? Ich habe mir überlegt, wie wir eine Festung finden können. Und zwar gibt es, habe ich auch ein 1.15 benutzt und ich habe auch getestet, der funktioniert auch noch. Wir brauchen dafür. So, wir brauchen einen Pisten. Wir brauchen eine Energiequelle. Dass diese ganze Maschine, die wir mit uns rumtragen, wird drei Inventarslots brauchen. Und wir brauchen einen Komposter. Und zwar, ich werde es einmal demonstrieren. Und zwar, wir müssen in den Komposter rein. The prophecy is true. Wie man sieht, ich sehe den Code der Matrix. Ich meine, gut, für manche wird das jetzt wahrscheinlich eher kritisch sein. Ich muss dazu sagen, ich finde, ein X-Ray-Glitch im Spiel selber ist okay. Ein X-Ray-Texturenpack, finde ich, ist Cheaten. Aber für hier muss ich halt wirklich, ich mu muss im Prinzip drei Inventarslots dafür belegen und dann halt immer diese kleine Maschine bauen. Und man findet damit halt Sachen, die man sonst nie finden würde, weil es ganz viele Höhlen gibt, die einfach gar keine Verbindung zur Oberfläche haben oder zu anderen Höhlen. Und ich hoffe, dass wir halt auf die Weise dann auch noch eine Festung aufspüren können, die vielleicht auch in der Nähe befindet. Das ist meine Hoffnung. So. Genau, die ganzen Netatexturen vom Update sind halt, wie gesagt, noch nicht fertig. Aber wir können mal kurz den Crimson Forest besuchen, weil der hat jetzt seine Texturen frisch bekommen. Man sieht schon. Also der Plan ist, dass der Warped-Bereich und der Crimson Forest halt auch unterschiedlich aussehen. Also nicht nur ein Farbwechsel sind, sondern halt auch wirklich ein unterschiedliches Thema haben. Bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie Neverwhite-Rüstung aussehen wird. Oder hier die Shroomlights. Ich glaube, das ist über Connected Textures gemacht, dass das jetzt hier so aussieht. Mit. Das ist das Shroomlight unter normalen Umständen. Und wenn ich es jetzt hier dazu packe, dann verbindet es sich halt hier mit den Netherwarzenblöcken, so als wäre es halt eingewachsen. Und ich finde das mega cool. Also das ist wohl auch der Plan, dass sich die ganzen Blöcke halt auch so ein bisschen miteinander verbinden. Und worauf wir ein bisschen achten müssen, dadurch, dass ich jetzt Soul Speed auf meinen Schuhen habe. Soul Speed kann tatsächlich Haltbarkeit abziehen. So, ich glaube, unter normalen Umständen so alle 20 Blöcke im Durchschnitt. Mit Unbreaking so alle 30. So, man so, muss es halt so ein bisschen beachten, wenn man jetzt hier wirklich so Highways hätte, wo man halt über Massen an Soul Sand fliegt. Und halt auch regelmäßig XP in irgendeiner Form aufnimmt. Oh, das Seelenfeuer sieht halt auch re mega cool aus mit den neuen Texturen. Ich meine, gut, das ist nur die Feuertextur halt in Blau, aber es sieht nice aus. Okay, da ist direkt Lava. Ansonsten ist aus zum Beispiel schon mal wieder nicht viel zu sehen. Wir haben beim letzten Mal die andere Bastion gefunden. Problem ist, es ist eine Bastion. Ja, bisher bringt das noch nicht so viel.
Da drüben ist die Bastion. Will da nicht hin. Ich will da wirklich nicht hin. Was könnte unsere einzige Chance sein, Beta-Warzen zu finden? Das Gute ist, ich weiß inzwischen, dass die Piklin Brutes nicht nachspawnen. Genau wie die Elder Guardians. Das heißt, wenn man die einmal eliminiert hätte, wäre die größte Gefahr auch gebannt. Da unten, da sind sie. Okay, wir schaffen das. Komm da irgendwie hin. Auch um Platz hier. Goldnuggets. So, wir haben zwar nicht keine zweite Festung gewonnen, aber zumindest haben wir einen Weg gefunden, in die Bastion zu kommen. Also haben wir unser Ziel letztendlich erreicht, auch wenn auch auf andere Art und Weise als eigentlich angedacht. Mit einem Elytra wird das schon alles wieder in Ordnung kommen. Dann finden wir hoffentlich auch nochmal eine richtige Festung, wenn wir eine brauchen. Wir brauchen Seelensand. Dann machen wir nämlich mal. Wird jetzt natürlich erstmal nur provisorisch. Also es bleibt auf keinen Fall hier. Und wenn, dann wird es noch ein bisschen verschönert. Auf Seelengeschwindigkeit muss man schon vorbereitet sein, stelle ich fest. So, in der Zwischenzeit, was wir auch noch benötigen werden, ist ein Braustand. Wüsste ich nur gerne, wo ich die Blaze Rods eingelagert habe. So. So, die ersten sind fertig, das reicht auch schon. Direkt mal noch welche. Das könnte aber natürlich auch richtig schief gehen. Aber wie gesagt, solange wir keine Elytra haben, hat das Spiel für mich noch nicht mal richtig begonnen. Wir haben eine Enderperle. Und 11 Augen des Ender. Ich will das nicht tun, aber wir müssen. Also, der Front 2 aktiviert. Aber wir machen es nicht ganz so dramatisch. Noch können wir umkehren. Aber wir müssen das tun. Wir werden sterben, oder? Okay. Okay. Aber der Shader, warte, den Shader mache ich jetzt für den Kampf aus. Das ist ja wirklich nur schlimm gerade. Okay, wir haben keine Enderperle mehr. Wir haben natürlich jetzt auch keinen Kürbis mitgenommen. So Drachenatem nehme ich nicht mit, weil wenn, können wir das später machen. Wir müssen ihn eher noch 19 Mal besiegen, wenn wir die ganzen Portale freischalten wollen. Die Hitbox ist halt auch mega komisch, finde ich, wenn er auf dem Ding sitzt, deswegen.
Und. Also aus irgendeinem Grund macht der Enderdrache menschliche Geräusche, wenn er stirbt. So, wagen wir es. Huch. Ich direkt erstmal ein Endermite rausbekommen. Wow. Das hasse ich. Wird irgendwie immer am Rand gespawnt. Deshalb bin ich auch super paranoid, was diese Portale angeht. Und ein Glitch, dadurch, dass der Spieler sich danach noch von selbst weiter bewegt hat, hat ja auch Filsa seine Staffel 3 Welt gekostet. Was natürlich nicht dabei hilft, diese ganze Paranoia, die ich wegen den Dingern habe, irgendwie abzumildern. Da ist ein Schiff. Warte, echt jetzt? Ist das euer Scheiß ernst? Erst finde ich fast eine Dreiviertelstunde gar nichts. Und jetzt haben wir einfach Turm, da ist noch eine Stadt, definitiv mit einem Schiff. Hast du dich auch, Spiel? Okay, hier ist schon mal kein Schiff, aber ich gehe trotzdem hier zuerst rein. Hier war das jetzt aber echt nur da. Das ist aber echt ein bisschen geringe Ausbeute hier. Dann holen wir uns mal das Schiff. Und den Hauptpreis, für den wir eigentlich hier sind. Das sieht auch schon wesentlich größer aus. Warte, wat? Wat? Echt jetzt? Hier ist noch eine Stadt und noch ein Schiff? Also einen zweiten Elytra haben wir damit auch schon sicher, das ist sehr gut, weil ich wollte unbedingt zwei. Aber die ganze Zeit war nichts. Und jetzt haben wir drei von den Dingern nebeneinander. Ich glaube, es hackt. Endlich. Hat jetzt auch nur lange genug gedauert. Und dann machen wir bei der Gelegenheit direkt. Elytra 01. What? What? Das ist aber, glaube ich, kein Bug, oder? Ach stimmt, die können ja, ich glaube, die können manchmal halbiert spawnen, die Schiffe. Natürlich fehlt ihm jetzt natürlich genau der Frachtraum. Also kein Elytra in dem hier. Okay, was hat der denn jetzt gemacht? Hat er sich gerade selber abgeschossen irgendwie? Das ist aber eine normale Stadt, oder? Nee, das wären dann 5 Städte in einer Reihe. Also sie würde ich hier noch mitnehmen, allein wegen der Schulter, aber... Tierschutz, Diamanten. Bane of Arthropod Sphere Unbreaking 3. Könnte man vielleicht beim Spinnenspawner brauchen. So. Dann verstauen wir doch nochmal eben schnell die ganzen Sachen, die wir jetzt bekommen. So, dann haben wir nämlich die weiße Schulkerbox. Und dann haben wir einfach mal Flugausrüstung drauf. Okay, mit dem Öl kommt er nicht klar. Okay, wir müssen unbedingt in der nächsten Zeit aufräumen. Und wir können beim nächsten Mal auch die ganzen Level, die wir bekommen haben, mal... Lieber. Die ganzen Level mal verbrauchen, die wir jetzt durch den Drachenkampf bekommen haben. Aber nicht mehr heute, weil
Die Aufnahme ist jetzt schon fast 3,5 Stunden lang. Danke euch fürs dabei sein. Und ich kann euch sagen, das, was bisher war, war nur der Prolog.